Hallo, ich habe anfangs bei der OOP schon gesagt, es gibt sogenannte Hilfsfunktionen und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und zwar haben wir hier jetzt einfach mal wieder unser Menschbeispiel geschrieben. Ja, irgendwie habe ich es mit dem Menschen. Und ja, wir haben hier Set-Geschlecht. Aber Sie kennen das aus anderen Programmiersprachen oder Skriptsprachen. Da hat man einen ganz normalen Konstruktor und letztendlich ist dasselbe über diese Hilfsfunktionen auch möglich hier. Also das Geschlecht zu setzen. Das heißt, bei der Erzeugung des Objekts wollen wir dann direkt hier eben den Namen schon übergeben, also Construct, und sonst verändert sich eigentlich nichts. Was sich jetzt noch verändert, ist die Reihenfolge. Das muss ganz nach oben. Das ist einfach eine Konventionsgeschichte hier wieder. Also packen wir das nach oben und jetzt müssen wir hier auch ein bisschen den Aufbau verändern. Wir müssen das hier rausnehmen. Z-Geschlecht gibt es nicht mehr. Wir legen es direkt hier dann fest. Also schauen wir uns an, steht immer noch denn der Mann da, weil wir ja hier auf Get-Geschlecht zugreifen. Das hier wurde hier reingeschrieben mit war der Mann. Also eine ganz einfache Geschichte. Das Gegenstück jetzt vom Construct ist der Destruct. Ja, also schreiben wir auch diesen hier nochmal hin und zeigen das Ganze einmal. Destruct, also zerstöre etwas. Das ist eine ganz simple Geschichte hier. Ja, was schreiben wir hier hin? Objekt wurde aufgelöst und auch das schauen wir uns gleich an, aber wir müssen ja erst das Objekt zerstören, also entfernen. Ja, das erfolgt wie gesagt mit dem Befehl unset und dann der Variable bzw. dem Objekt. Also ausführen, Objekt wurde aufgelöst. Hier oben dann noch ein Semikolon hin, dann sieht es auch ein bisschen schicker aus. Ja, was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt hier nach gerne auf die Mach-Was-Funktion zugreifen wollen. Schauen wir uns erstmal an, ob es überhaupt funktioniert. Mach-Was, keine Parameter. Schauen wir mal an. Bekommen wir einen Fatal-Error. Gut, wir können nicht zugreifen, ist kein Objekt, beziehungsweise existiert nicht mehr das Objekt. Ja, wir können uns jetzt helfen, indem wir einfach sagen, static, also wir machen das Ganze statisch. Ja, jetzt ist das hier natürlich noch falsch. Wir müssen jetzt direkt zugreifen. Also über den Klassennamen Mensch. Doppelpunkt, Doppelpunkt, mach was. Jetzt sollten wir auch dieses bla bla beispielhaft hier herausbekommen. Ist statisch, hat also in dem Effekt jetzt nichts mehr mit der Objektorientierung zu tun. Ja, schauen wir uns noch einige weitere Hilfsfunktionen an. Ich lösche zunächst das hier, was wir nicht mehr brauchen, und räume ein kleines bisschen auf. Also, wir wollen uns jetzt die Hilfsfunktion call einmal anschauen. Dazu wieder Public Function underscore underscore oder Unterstrich Unterstrich Call. Also diese Funktion fängt ab, wenn die Methode nicht existiert, die man gerne haben möchte hier oder die man angegeben hat. Dann soll er einfach, und in diesem Fall müssen wir hier Parameter festlegen. Der erste sagt erstmal aus, welcher Name verwendet wurde als Methodenname und dann die Parameter. Das heißt also, wir sagen hier, die Methode Name ist nicht vorhanden. Das geht hier sehr einfach vonstatten. Und das kann man dann testen, indem man einfach sagt, okay, ich möchte hier Objekt haben, Mann, unserem Fall hier, irgendeine Methode soll aufgerufen werden mit irgendwelchen Quatschparametern hier. Und das führen wir mal aus. Also irgendeine Methode ist nicht vorhanden. Objekt wurde aufgelöst. Ja, Sie sehen schon daran, der Destruktor wird dann selbstständig ausgeführt und erledigt hier sogenannte Aufräumarbeiten letztendlich. Also Sie sehen, der Call sehr schön, um falsche Methodenaufrufe abzufangen. Ja, dann gibt es noch etwas Schönes und zwar die Get-Funktion. Dazu schreiben wir hier einfach Get hinein. Wir brauchen hier einen Namen. Der Name steht dann für die Eigenschaft. Ja, also okay. Hier ist ein schlechter Fehler gewesen. Das heißt, wir sagen ihm hier oben einfach erstmal ganz kurz, mach einen Zeilenumbruch, sonst haben wir später Probleme. Nochmal kurz neu laden, okay, das ist erstmal wunderbar. Und jetzt rufen wir die Eigenschaft auf, also wieder hier Mann. Ja, sagen ihm irgendeine Eigenschaft, vielleicht Alter oder sowas. Und wir bekommen jetzt, Alter ist nicht vorhanden. Okay, ist wunderbar, reicht uns an dieser Stelle. Ja, dann gibt es neben dem Get natürlich auch noch dieses Set. Set, also quasi, um halt abzufangen, wenn ein neuer Wert gesetzt werden soll. Also hier ist die Ausgabe sehr ähnlich. Wir sagen erstmal, Name ist nicht vorhanden. Daher kann der entsprechende
Wert. Dann können wir hier auf diesen dann ganz easy zugreifen. Vorne noch ein Punkt. Also nicht gesetzt werden. Und fertig. Das heißt, unten dementsprechend setzen. Also man Alter gleich 16. Schauen wir uns an. Alter nicht vorhanden, daher kann der Wert 16 nicht gesetzt werden. Hier noch eine Leertaste. Was noch sehr schön ist im Zusammenhang mit dem Set hier, ist das folgende. Ja, wir können hier auch direkt dann diese Eigenschaften anlegen. Das erfolgt dann ganz einfach wieder mit diesem Sys. Wir haben ja unseren Namen und wir haben auch diesen Wert dann hier. Also können hier ganz einfach zugreifen, die Eigenschaft anlegen und alles sollte hier wunderbar sein. Fehlermeldung ist natürlich weg. An dieser Stelle wurde dann quasi die Eigenschaft angelegt. Gut, jetzt brauchen wir erstmal diesen ganzen Hilfsrahmen hier erstmal nicht mehr, kann also erst einmal weg. Das brauchen wir auch nicht mehr und wir wollen uns jetzt noch hier unten ein paar Hilfsfunktionen anschauen, die man hier setzen kann. Also fangen wir mal an mit dem Autoload. Autoload dafür zuständig, automatisch Klassen nachzuladen und alles so ein bisschen automatisiert erfolgen zu lassen. Das ist auch der Haupteinsatzort dieser Hilfsfunktion und das erfolgt dann hier immer mit include Klasse und dahinter dann direkt die PHP-Endung. Also lädt damit dann sehr einfach die entsprechenden Dateien. Also das war Autoload. Jetzt schauen wir uns ToString an. ToString auch sehr wichtig. ToString gehört jetzt aber wieder oben hinein in unsere Klasse. Ja, schreiben wir mal ganz am Ende jetzt. ToString sorgt dafür, dass wir einfach denn etwas zurückgeliefert bekommen. Also muss hier ein Echo oder Return erfolgen. Wir sagen jetzt einfach mal Return. Also ein String zurückliefern. Hier steht dann alles Wichtige zur Klasse oder zum Objekt drin. Und das Ganze wird aufgerufen, indem man erst einmal hier wieder das Objekt schreibt. Und schauen wir uns das Ergebnis jetzt an. Hier steht alles Wichtige zur Klasse drin. Also das hier, wie Sie es auch aus anderen Programmiersprachen kennen. So kann man die ToString hier quasi überschreiben, die normale. Ja, schauen wir uns ganz kurz noch zwei wichtige an. Und zwar wäre es zum einen das Sleep und das Wake Up. Ja, zuerst einmal hier Sleep. Sleep, das ist eigentlich sinnvoll, hier einfach ein Array zu definieren. Ja, also Sleep stelle ich so vor, hier folgt dann die Umwandlung in ein String. Also schickt die Eigenschaft hier zum Schlafen. Und wir können hier einfach sagen, zum Beispiel Name, ja, das Gegenstück wäre dann das Wake Up. Also Wake Up. Ja, und mit diesem Wake Up hier kann man Eigenschaften erstellen, die irgendwann mal verloren gegangen sind. Ja, das erfolgt dann ganz normal, wie Sie es kennen. Mit sowas hier zum Beispiel. Also ganz wichtig hier für irgendwelche Datenbankgeschichten, wo man diese Deserialisierung und Serialisierung braucht. Und jetzt am Ende wollen wir uns noch eine anschauen. Ja, das wäre jetzt hier das Method. Bei Method ist es ganz entscheidend auch hinten nochmal diese Underscore oder Unterstrich zu setzen. Ja, diese braucht das auf viele Fälle. Also, hier können wir uns wieder entscheiden. Echo, Return. Ich nehme jetzt einfach mal Echo. Hier soll man etwas machen. Dann hier in der Methode Method. Ganz wichtig, groß schreiben. Und Ausgabe erfolgt dann, wenn man einfach hier dann das Objekt wieder schreibt und die Methode aufruft. Hier hat sie jetzt irgendwie ziemlich viel Quatsch angesammelt. Ja, die Funktion heißt nicht Method, sondern ist unsere ganz normale Mach-Was-Funktion. Das heißt, ich kopiere es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt hier unten geschrieben habe. Ist auch egal. Also diese Mach-Was-Funktion, dann hier Echo Method und unten die Funktion aufrufen. Na, eine ganz einfache Geschichte. Kriegen wir noch einen Fehler, weil ich hier natürlich eine Klammer vergessen habe. Also, hier soll man etwas machen und das erfolgt dann in der Methode Mensch mach was, Mensch unser Klassenname, getrennt mit zwei Doppelpunkten von der Methode. Das will ich einfach mal zu den Hilfsfunktionen hier lassen. Ja, diese sind sehr, sehr wichtig hier in der Objektorientierung OOP und hier als kleiner Nachtrag, weil die wirklich von entscheidender Bedeutung sind. Okay, das zu den Hilfsfunktionen in PHP. Okay.